Het is aber gerade ins Nein. Heute ist der. Hast du nicht Hochdeutsch? Sorry. Nein. Ich mache schon Schungertitel. Oder? Heute ist der 29. Januar. Ich fange heute an mit meiner Abschlussarbeit. Und zwar mache ich hier hinten. Hier hinten mache ich so eine Art Terrasse. Gang weg! Das sind meine Kaufen. Hier. Von hier bis hier kommt eine grosse Terrasse her. Und die wird gebaut aus. Hör auf! Die wird gebaut aus Europaletten. Und heute legen wir auf den Boden auflegen. Wir gehen noch schauen, was wir alles brauchen. Von wegen Schrauben und Holzli zwischen den Europaletten. Und genau. Die stehen jetzt gerade alle noch in der Garage. Das sind 20 Stück. So, und wir haben gerade noch. Ja gut, wir haben kein Problem, aber hier mit den Zwischenstückchen. Hier kommen eine Art Hölzchen noch rein, dass hier alles schön zu ist. Dann wird alles geschliffen und dann wird noch lasiert. Und das Problem ist, die Abstände sind nicht immer gleich gross. Das heisst, wir müssen eine Platte kaufen und dann alles noch zurechtschneiden. Weil zum Beispiel, warte, wo haben wir die Platte? Die hier. Die kommt wahrscheinlich an die Seite. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel von wegen. Ist dünner als normal. Komm, halt die Schnur. Wir haben jetzt die Palette hier hergebracht, von der Garage zu. Und es gibt geilere Arbeit als das. Komm weg! Weg! Bringt es etwas? Ja, der Schnee wird halt nass. Ja, komm los! Kein Wert! Nachdem wir es glückten versucht, den Schnee wegzumachen mit Wasser, haben wir uns entschieden, heute anfangen zu warten, mit dem richtig auslegen und sind dann ins Mikro gefahren. Wir haben jetzt alles abgemessen. Wir haben noch geschaut, wie viel Käse, beziehungsweise, was ist jetzt? Holzspäne? Split. Einfach Holzsplit? Nicht Holz. Egal. Steinsplit. Und das gehen wir jetzt holen im Hobby Mikro. Ja. Ich freue mich auf die Terrasse. Innen darfst du, glaube ich, nicht filmen. Also ich riskiere es nicht. Eigentlich habe ich noch mal keine Lust gehabt, die Kamera mitzunehmen. Guten Tag, die darf ich hier nicht filmen. Wir müssen jetzt hier noch unsere 7 Säcke holen. Und ja, die gehen wir auch noch ins Auto laden. Wir haben jetzt hier die ganze Karre voll. Zum Glück hat uns die Polizei nicht rausgenommen. Wie lange sind wir jetzt? Eine halbe Stunde oder so? Anderthalb. So viel? Ja. Und wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Und wir gehen jetzt noch suchen. Ich würde sagen, das Auto ist voll. Komm weg! Soll ich noch filmen? Ja, stimmt. Wir mussten jetzt noch mal kaufen, weil es hat nicht gelenkt. Wir hatten jetzt tiefe Löcher drin wegen der Hügel. Wir haben das Kiesbett hineingraben, darum haben wir jetzt mehr gebraucht. Ich wollte noch mal holen und jetzt sieht das etwa so aus. Wir haben das noch mal weggerechelt. Jetzt ist das einigermaßen flach. Dort ist noch eine Betonplatte drunter. Dort war das grosse Loch. Jetzt habe ich die Europaletten aufgelegt. Am Boden sowie auf den Seiten. Jetzt sieht das einfach so aus. Hier auf der Aufnahme bin ich noch am schauen, ob es gerade ist. Und Spoiler. Sie sind noch nicht gerade und werden am nächsten Tag sowieso noch mal gerichtet. Also sind die Aufnahmen eigentlich für die Katz. Aber egal.
Komm, mach, ich habe fast keinen Akku mehr. Ja, mach jetzt einfach weiter. Ja, doch, ich habe den Akku gleich. Ich habe jetzt das Holz fertig geschnitten. Das sind Dinge. Das Holz vom Fensterschutz. Also, ich bin immer noch wütend. Tag 2. Wir gehen jetzt noch mal die Zwischenstücke holen, die Latten für den Boden. Damit wir die in die Palette tun können. Das Mikro hat das Gefühl gehabt, ja, ich. Wir haben jetzt zwar nicht mehr, aber wir können es wegschneiden auf morgen. Jetzt haben wir heute noch mal angerufen, ja, wir sind aber noch nicht sicher, dass wir es auf morgen wegschneiden können. Darum wissen wir es noch nicht, darum schauen wir noch. Und jetzt können sie sich f***en. Jetzt gehen wir zum Gob. Jetzt gehen wir dort hoffen, dass wir ähnliche Finger, weil die Dinge sind sowieso etwas zu lang, dann müssen wir vielleicht sogar nicht schleifen. Andere Probleme haben wir auch noch gehabt, von wegen Lasieren. Die Holzlippen-Sichtschutz, die kann man gut lasieren, die kann man irgendwie im Schöpfchen machen. Aber den Boden nicht. So, wir müssen zuerst den Boden aufschleifen, so, das geht auch nicht, weil es dann wird vermodern. Und lasieren geht nicht, weil es zu kalt ist. Das ist nicht schön. Ich finde es nicht schön. Die Woche wird es auch eher weniger über 0 Grad. Über 0 Grad. Es hat geheißen 4 bis 5 Grad mindestens. Und es soll trocken sein. Es ist nicht trocken und es ist minus irgendetwas. Jetzt gehen wir noch in Neifeler, weil wir haben Hunger. Boah, das hat noch einen drin. Ich bin im Winkel reingekommen und es macht überhaupt keinen Spass. Die Wandstücke, die muss ich hier mit denen verbinden, dass wir dann oben nochmal ein Ding dran tun können. Und genau. Komm, ich gehört zu mir, sonst können wir in vier Opfer kehren. Kannst du nicht näher filmen? Ich filme näher. Schrauben dort auf der Seite. Ja. Ich habe meine Finger nicht mehr. Also, wir sind wieder im Auto. Ey, der ganze Film ist nur im Auto. Jetzt ist die Barriere da drüben. Wir haben jetzt eine Winkelnaue angemacht. Ich glaube, die letzte Aufnahme war es auch jemand, der die Winkel hatte. Die sind jetzt alle fertig, die sind alle gesprungen. Und dann haben wir noch dort das Holz angemacht, was oben auf der Palette wenn sie auf dem Sichtschutz. Dann haben wir die dran gemacht, die vorne dran sind. Und jetzt kommt es halt. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, weil die Stücke die sind 2 Meter lang und es ist nicht alles 2 Meter lang, das ist das Problem und uns fehlt ein Stück und jetzt brauchen wir nochmal Nägel für die kleinen Zwischenstückchen. Wir machen es jetzt mit Nägeln anstatt mit Schrauben, weil wir müssen dann noch schauen wegen dem Schleifen und mit Nägeln sieht es einfach schöner aus. Ja nicht, das tut man ja nicht. Rohholz. Komm hin, schnell. Ich bin gestresst. Und wieder im Auto! 4 von denen hier und dann nochmal 2 von denen hier, die schon dran sind. Die kommen, wie gesagt, nochmal dort dazwischen. Ich habe es schon gesagt. Muss ich filmen? Das klappt eh nicht. Hat sich erledigt mit Kofferraum zu tun. Na ja. Komm! Ja, schießt mich. Endstand Tag 2. Wir haben jetzt 5 Stunden lang gebügelt. Etwa. Vielleicht ein bisschen weniger. Schon wieder die falsch! Ich warte. Jetzt hast du die Schraube reingeholt, dass meine Arbeit kannst zerstören. Du bist eine Enttäuschung. Mann. Und wieder ist ein Tag angebrochen, wo wir ins Hobby gehen können. Der liebe Herr Gott hat sich gedacht, ey, machen wir mal Schnee hierher. Richtig geil, alles zugegützt.
kann gehen. Ich weiß auch, wie geht. Gob. Ja. Oh. Ah! Oh! Ich weiss, was wir noch von gestern haben. Wir haben. Ich habe gesagt, es lohnt sich. Ich hab's verloren. Krampf in Hang. Willst du mir etwas sagen? Ich will eigentlich gar nichts sagen. Du bist genau gleich beschissen wie die Behinderten. Aber wir sind schon sehr weit, das ist hinten cool. Ich finde es richtig geil. Es gibt nichts Geileres. So. Also in den Ferien. Wir haben vorhin jetzt noch die Zwischendinger fertig eingenagelt. Ein paar Seitendinger zweckgeschnitten. Und jetzt sind wir gerade dran am Sichtschutz. Ich erzähle es so langweilig. Dann haben wir mit dem Sichtschutz angefangen. Und hier ist das Zwischenergebnis. Es sieht jetzt so aus. Der Sichtschutz ist fertig. Und jetzt haben wir gedacht, weil es an der Seite noch ein bisschen scheiße aussieht, so, tun wir noch mal ein paar Holzchen dran, oben und an der Seite dran, dort wo die Schrauben sind, dass es ein bisschen weniger Schrauben sind, die man sieht. Hier kommt dann noch mal der Balken her. Den habe ich vorhin gerade noch zweckgeschnitten. Das dient dann so ungefähr dran. Das ist der Plan. Und dann oben drauf auch noch. Hier, hier auch noch. Das ist eh schon kaputt, das ist egal. Jetzt muss nur noch oben drauf geschraubt werden. Und er ist fertig. Die scheiß Terrasse ist fertig. Das ist jetzt eigentlich recht schnell gegangen. Wir haben jetzt 3 Tage gehabt. Eine englische Rose, die man reindingseln kann. Ja, und dann auch noch die Blümchen dort, wo wir noch ein Brett drauf haben. Juste wie Fini pour l'exercice.